sind wieder zurück. Wir sind in der Eingangshalle, glaube ich mal, von der Pokémon-Liga. Und ich denke mal, dass ich wahrscheinlich jetzt hier gegen die alle kämpfen muss. Nee? Okay. Oh. Wir haben eine Höhle betreten. Ja. Erstmal muss ich selber gucken, wo ich hier lang muss. Geht's hier auch noch lang? Links, rechts? Ich gehe erstmal links lang. Und ein wildes Pokémon kommt uns entgegen. Das ist ein Golbat. Gut. Ich benutze jetzt mal... müsste ich noch was von haben? Schutz. Einmal habe ich noch. Das war's dann aber auch. Hier ist eine Leiter. Koro findet X Spezial. Da ist auch noch eine Leiter. Da auch noch. Oh je, oh je, oh je. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich laufe jetzt einfach mal. Irgendwann werde ich schon auf den Ausgang treffen. Ach stimmt, ich kann ja nichts mehr tragen. Der Haken ist halt einfach. Von dort kam ich gerade. Bin ich da hochgelaufen, dann gehe ich jetzt mal. Moment! Wirst du das Pokémon-Liga-Abenteuer bestreiten? Bring mich nicht zum Lachen. Du bist viel schwächer als ich. Ich bin nicht mehr so wie früher. Nun habe ich die besten und stärksten Pokémon. Ich bin unschlagbar. Koro, ich fordere dich heraus. Okay, Mr. Dreimer Fragezeichen möchte jetzt gegen uns fighten. Und er hat auch ganze 6 Pokémon. Oh je. Nibble. Ich bin mal gespannt, was der alles gefangen hat. Ich habe so eher so ein bisschen Bammel vor seinem Impagator. Wenn der wieder sein grässliches Surfer wenn er seinen grässlichen Surfer aktiviert, dann sind bei mir die Lichter fort. Ja, es hat Impagato ordentlich Schaden zugesetzt und er benutzt Gott sei Dank keinen Surfer. Und wir benutzen nochmal Flammrad. Impagator ist weg. Und er benutzt ein Goldbad. Und wir benutzen natürlich erneut Flammenrad. Goldbart wurde besiegt. Der nächste Pokémon ist ein Alpollo. Mhm. Nee, Pokémon will ich ja nicht wechseln. Nicht schlecht. Wir benutzen Sternschauer, weil das Flammenrad hält ja auch nicht ewig.
Wir sind gleich Level 75. Das ist natürlich jetzt doof. Komm. Komm, hau rein. Jawohl. Und wir sind 75. Ich muss gleich mal gucken, ob ich Paraheile habe. Dammerfragezeichen wurde besiegt. Ich konnte nicht gewinnen. Ich habe ihm alles gegeben, was du besitzt und was mir fehlt. Langsam begreife ich, was der Drachenmeister zu mir sagte. Okay. Ich habe nicht aufgegeben, der weltbeste Trainer zu werden. Ich werde herausfinden, warum ich nicht gewinnen kann, und dann werde ich stärker. Wenn ich soweit bin, fordere ich dich heraus. Dann werde ich dir die Leviten lesen. Bleib bis dahin dabei. Alles klar. Achso, ich wollte ja gucken, ob ich Parallel habe. Ja, habe ich. Gott sei Dank, ey. Was steht denn hier auf dem Schild? Indigo Platon, das ultimative Ziel aller Trainer. Hauptquartier der Pokémon-Liga. Müssen wir jetzt nochmal durch so eine... Schutz wirkt nicht mehr? Okay. Guten Tag, willkommen im Pokémon-Zentrum. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Okay, wir nehmen ja... Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt hier weitergehe, wo ich dann hinkomme. Nein, das wollte ich gar nicht. Okay. Okay, das sieht dann aus, wie die Kämpfe, die ersten Kämpfe, keine Ahnung. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, mach mal hier beim nächsten Mal weiter und bis dahin, haut rein. Ciao.